Naja, mir bleibt ja nichts anderes übrig, als den Vergleich zu anderen Staaten zu ziehen. Wir sind im Übrigen das einzige Land in Europa, das sich wahrscheinlich weltweit, das sich der sogenannten 3G-Regel getestet, genesen oder geimpft unterzieht. Noch dazu mit einem Scheinheitsfelder, dass man quasi an grünen Post den Impfpass jetzt erst auf Juli verschiebt und selbst im Juli hat er die Impfung nicht. Also, das muss du auch zusammenbringen. Du kündigst für April einen Impfpass an, im Juli bringst ihn dann mit einer Verzögerung von vier Monaten außer, aber er hat die Impfung nicht dabei. Also, das ist ja alles ein Chaos. Und wenn ich jetzt einen Blick wage von den schönen Fotos der großen Veranstaltungen im Land der Freiheit, den USA, wo die Menschen maskenlos unterwegs sind, abstandslos unterwegs sind, keine Impf- Zertifikate zulassen, wo die einzelnen Gerichte der einzelnen Bundesstaaten es verboten haben, Impfzertifikate einzufordern, wo man keine Massentests braucht, die 1,2 Millionen kosten, das in allen anderen übrigen europäischen Staaten im Übrigen auch so ist, frage ich mich, warum, warum wir das in Österreich noch haben. Also warum wir dieses Regime aus Angst und Willkür aufrechterhalten, 1,2 Milliarden Euro Steuergeld für Tests hinausbraten, Milliarden Steuergeld für irgendwelche sinn- und nutzlosen Masken weiterhin hinauswerfen und wir Weiterhin Anhänger der sogenannten indirekten Impfpflicht sind. Und äh, daher sage ich, alle diese Maßnahmen der letzten Wochen haben sich als falsch herausgestellt. Denn in allen Ländern, wo es diese Maßnahmen nicht gibt, sind die Infektionszahlen. Ähnlich zurückgegangen wie in Österreich. Und wenn jetzt plötzlich vorige Woche die Staatsseite UE24 mit einem unheimlich interessanten Bericht aufgemacht hat, ist mir aufgefallen, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, was hat Schweden richtig gemacht? Und dann liest du dort im Übrigen in allen Zeitungen auch übernommen, das war Agenturmeldung, was Schweden richtig gemacht hat die letzten 15 Monate, nämlich in Wahrheit alles, bis auf den einen Fehler, dass sie die Pflegeheime nicht geschützt haben. Und das geben sie auch zu und dafür entschuldigen sie es im Gegensatz zu anderen Regierungen. Dann muss ich Ihnen sagen, dass diese ganzen Maßnahmen in Wahrheit nichts bringen. Corona ist eine saisonale Erscheinung, wir werden damit leben müssen. Es wird Leute geben, die sich freiwillig impfen. Aber ich halte auch nichts davon, dass man diese 3, dieses 3G-Regime aufrechterhält und wo sie nur weniger halt. Jetzt dass wir in Österreich damit anfangen, einerseits eine Impfpflicht einzuführen, wie der steirische Landeshauptmann es in der Pressestunde des ORF am Sonntag einmal wieder probiert hat. Und was ich für absolut widerwärtig halte, ist es, eine Impfpflicht für Kinder und Kinder unter zwölf oder ab zwölf einzuführen. Ich meine, wo sind wir jetzt da? Sind wir nur mehr in einem Zwangstaat, wo wir die Freiheit an der Aufgabe der persönlichen Integrität des Bürgers binden. Ich gebe übermorgen am Donnerstag ein Buch heraus und ich werde es Ihnen schenken. Freiheit ohne Wenn und Aber wo wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten in ein Zeitalter der Unfreiheit schlittern, wo Menschen in ihrer Freiheit beschnitten werden. Ich habe es Ihnen gewidmet, ich habe es Ihnen mitgebracht, Sie sind noch vor der Präsentation einer der Ersten, die es bekommt. Vielleicht lernen Sie etwas, dass Freiheit, dieser Wert, nicht verhandelbar ist und auch nicht dann verhandelbar ist, wenn man den Menschen mit der abstrakten Angst eines Coronavirus sie ständig versucht in die Enge zu treiben. Ich hoffe, Sie nehmen das als Sommerlektüre ich will, ich gerne. und lernen das.